In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe mich gerade ein bisschen, was heißt fertig gemacht, angezogen. Wir müssen nämlich einkaufen gehen. Für zu Hause. Oh Mann. Oh. Morgen ist ja auch Feiertag. Morgen ist der 1. Mai. Und ja, deswegen müssen wir einkaufen. Ich mache mir eigentlich nur noch Concealer. Und das war's dann auch. Ich habe keinen Bock, mich zu schminken. Ich müsste auch nur meine Pinsel wieder reinigen. Das wäre nicht schlecht. Also ich habe mich jetzt ein bisschen aufgefrischt. Ich habe keinen Bock, mich da zu schminken. Ich habe nur Wimperntusche keine Wimperntusche gemacht. Kein Bock. Was willst du? Was denn? Eis? Nein. Kein Eis. Nein. Kein Eis. Kein Eis, Schatz. Ihr lieben Auto ist kurz Müll wegschmeißen gegangen und bringt das Auto vor die Tür, weil der Mann musste weit wegparken. Also jetzt mal ehrlich. Ups. Durch die ganzen Parkplätze hier, die sind immer total. Hier kriegt es keine Parkplätze bei uns. Also ich habe jetzt die Einkaufsliste neu geschrieben wegen Nina, die hat mich nämlich gekriegt. Bis zum geht nicht mehr. Ich überlege noch, was wir kaufen müssen. Ich habe total Bock auf Burger seit Tagen. Selbstgemachte Burger, aber wir brauchen dafür Burgerbrot, alles Mögliche. Das schreibe ich auch auf. Braucht man Burgerbrot, Salat. Dann haben wir eigentlich noch Zwiebeln. Ups, ja, 4 Stück. Ne, 3 Stück. Zwiebeln könnte man auch wiederholen. Und Kartoffeln. Oh, wir haben so viele Stofftüten hier. Boah, mir ist gerade wieder so schlecht geworden. Oh Mann. So, ich glaube, das war's. Also, wir holen eh immer viel mehr, als wie auf dem Einkaufszettel steht. So, ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich habe schon den Food Hall abgedreht und ja, jetzt muss ich alles verräumen. Oder hat hier eine fette Wassermelone angeschnitten. Ich finde das ja total teuer, ne? Also wir haben jetzt fast 10 Euro bezahlt für die Wassermelone. Aber Oder und Lina lieben Wassermelonen. Und ehrlich gesagt haben wir die für Lina gekauft. Und jetzt muss ich alles einräumen. Oh, das ist nur noch das Morgengötsch. Den muss ich heute auf jeden Fall essen. Genau, ich werde jetzt auf jeden Fall alles einräumen hier. Und danach muss ich einen Salat vorbereiten für die Burger. Ja, und sonst, was ich heute machen werde, ich muss, glaube ich, heute bügeln. Es wird langsam Zeit. Ich verräume das jetzt alles und danach melde ich mich bei euch. Siebengewürze, das Gelbe ist Kurkuma. So, Audrey tut jetzt noch ein bisschen Gewürze auf die Burger drauf. Das ist einmal 7 Gewürze. Ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch. Pfeffer und Salz sind hier schon drauf. Was ist das? So! Oder ich weiß auch nicht, wie das auf Deutsch heißt. Der klatscht immer alles drauf. Einfach. Damit das Geschmack hat. Sowieso gleich landet da rein. Also im Toiletten. Bauch. Ja, Toiletten. Lecker, Schatz. Wir haben nicht mal gegessen. Egal.
Da kommen da noch Streits. So, dann brauche ich ein bisschen Salz. Salz auch? Ja. Willst du auch ein bisschen scharf drauf? Nein, danke schön. I feel good. Übrigens, die Burger sind unnormal fett, also die 4 Euro haben sich gelohnt. Ja, ein bisschen mal. Ist dieser Salz lang? Ja, das andere hättest du auch selber nehmen können, Lan. So, jetzt zur Seite. Oder doch, mach ich nicht. So, die Namen. So. Gib ihm! Ich hab jetzt auch voll Lust da drauf. Schatz, das müssen wir die Tage machen. Du kannst das eigentlich heute spät, also heute Abend machen. Wenn ich nach Hause komme, dann esse ich das auch. Aber du hast letztens sehr, sehr wenig Dings drauf. Nein, es war zu kochen, dieses Brot. Das war nicht das gleiche. Ne? Es gibt bei Kaufland die gleichen, aber so zopfmäßig. Hatten wir das von Kaufland gekauft? Ja, ne? Ja, ja. Boah, das hat gar nicht geschmeckt. Also immer die hier kaufen, von Kronenbrot. Okay. So, das sieht lecker aus, oder? Das ist für Lina. Bereit schon mal die Teller vor. So, das ist auch das Burger. Tausendmal besser als bei Max, oder? Ja, aber nicht so, ich meine, ohne Jalapenos, ohne Zwiebel. Achso, ist das meins gerade? Ja, du meinst auch für Lina. Achso, ja. Also bei Audel ist alles drauf, alles das, was ihr hier seht. So, ihr Lieben, wir haben gerade gegessen. Yeah! Ich konnte nur einen Burger essen. Nicht mal, ich habe so ein Stück dagelassen. Aber das ist bei mir immer so. Also ich sage immer, ich habe voll Bock drauf und dann esse ich nur. Dann esse ich nur total wenig. Nee, du brauchst kein Handtuch, da ist ein Badezimmer. Genau, dann esse ich total wenig. Also Audel isst da total viel. Ja, jetzt wollten wir baden gehen mit Lina. Ich bereite auch gleich meine Pyjama vor. Die Küche muss ich noch aufräumen. Ist das bei euch auch so? Also wir können nach dem Essen nicht direkt die Küche sauber machen. Also wir brauchen erstmal ein bisschen Zeit, damit wir runterkommen und dass der Bauch leer ist. Also damit wir alles verdauen. Genau. Ach, dieser Saft schmeckt übrigens sehr, sehr gut für den Eis. Für den Eisen, tut mir leid, Leute. Ich weiß nicht, ob ich krank werde oder. Habe ich eigentlich nicht. Genau. So, ich habe gestern die Wohnung ein bisschen geputzt. Aber das Problem auch, dann muss ich diese Woche durcharbeiten. Das heißt, die Fenster können wir auch nicht sauber machen, aber wir wollten nächste Woche sauber machen. Ich muss auch dieses Gerät vom Rossmann ausleihen. Für meine Mama. Genau, meine Mutter wollte nämlich die Couch von Furkan sauber machen. Die macht das ja immer. Und dann dachte ich mir, die leiden das dann aus, dann machen wir das bei uns und auch bei dir. Ja, aber jetzt packe ich erstmal Linas Sachen zusammen, damit sie auch baden kann. Sie freut sich total gerade. Ich glaube, sie packt schon ihre ganzen Spielzeuge rein. Übrigens, es wollte ich heute Pampers kaufen gehen, aber ich hatte gar keinen Bock. Lina hat nur noch 12 Stück, aber ich denke mal, das reicht. Ansonsten hat sie ja dieses Slip, also Unterhosen-Dinger. Also ihr Lieben, bis gleich. So, ich mache jetzt unsere leckere Süßspeise. Ich habe euch das mal gezeigt. Dafür braucht man einfach nur Brösch, wie das, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Dann kommen da 2 Packungen Schlagsahne rein. Und dann geht das auch direkt in den Backofen. Und wenn das goldbraun ist, dann kommt da einfach nur Goldsaft drauf. Ich zeige euch mal gleich, wie das aussieht. Also ihr müsst das so ganz fein abziehen und dann
in die Auflaufform geben. So ihr Lieben, so muss das ungefähr aussehen. Und danach gebt ihr einfach zwei, wie heißt das, zwei Packungen Schlagsahne drauf. Also 400 Milliliter. Genau, schön verteilen. Das schmeckt so ein bisschen wie Knöpfe am Ende. Also das ist perfekt, wenn ihr Besuch bekommt und nicht wisst, was ihr backen sollt oder wenn ihr gar keine Zeit habt zum Backen. Also ich kann das nur empfehlen, wirklich. Also Audrey liebt das, der meinte, macht das heute Abend, dann esse ich das, wenn ich nach Hause komme. Das könnt ihr auch aufwärmen und danach wieder essen. Langsam, mein Schatz, Bosna Katschak. So. Und jetzt ab in den Backofen, bis es goldbraun wird. So ihr Lieben, so muss es aussehen. Beachtet nicht diese braunen Stellen. Also das muss genau wirklich so aussehen. Das ist total weich jetzt. Also man sieht das jetzt nicht. Moment. Ich tue mal den Goldsaft drauf und schneide das an. Dann seht ihr das. Also den Goldsaft könnt ihr drauf geben. Also ihr könnt so viel drauf geben, wie ihr wollt. Bei uns ist das immer unterschiedlich. Immer nach Gefühl. Mama. Ja, geht ja, ne? Oh, ich habe keine Kraft mehr hier. Tatatatam. So, jetzt lasse ich das so nicht mal eine Minute einziehen, so 30 Sekunden und dann schneiden wir das an. Und das schmeckt unnormal lecker, Leute. Unnormal. Jetzt, Leute, ist das Zuckerrübensirup, für die, die jetzt fragen werden. Eigentlich ist das ein Brotaufstrich, aber ja. Wir benutzen das dafür. So, jetzt nehmen wir mal hier dieses Stück. In der Kamera sieht das nicht so lecker aus, aber das ist so lecker. Moment, ich muss mal gleich mit einer Gabel ran. Und Lina kriegt natürlich auch ein Stück. Lina liebt das nämlich auch. Das duftet noch so schön. So, ich zeige euch das mal kurz, weil ich die Kamera nicht mitnehmen will. Ihr wisst, Lina. Seht ihr das, wie man das so ziehen kann? Oh, lecker, lecker. Das schmeckt unnormal gut, ihr Lieben. Also ihr müsst das hundertprozentig ausprobieren. Ihr Lieben, es geht weiter mit dem Vlog. Heute ist der nächste Tag, also ein Tag, nachdem ihr jetzt den Vlog gesehen habt. Genau. Audrey und Lina sind gerade auf dem Spielplatz. Ich bin immer noch im Pyjama und wir haben schon weit über 12 Uhr bestimmt. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, mich umzuziehen. Und ich wollte eher die Wohnung jetzt putzen, wenn die beiden schon mal weg sind. Also ich wollte den Boden wischen und alles Mögliche. Dann passt das eigentlich perfekt. Jetzt muss ich aber erstmal das Schlafzimmer sauber machen. Also das ist gerade aufgewacht. Und dann kann ich auch anfangen, hier zu staubsaugen. Also die Wohnung ist eigentlich sauber. Ich muss halt nur den Boden und so wischen und staubsaugen. Man sieht, Lina hat gekrümmelt. Oh, der Tee ist noch hier. Oh. Ich habe irgendwie Unterleibschmerzen. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Aber das ist halt so ein Ziehen und der geht dann wieder weg. Ja, sonst. Die Wäsche hängt immer noch auf dem Balkon. Die ist immer noch nicht getrocknet. Es hat auch heute Nacht gestürmt. Aber ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock, die Wäsche reinzunehmen. Weil es hat eh nicht reingeregnet. Oh, die süße Maus. Die ist angezogen wie so ein Bauarbeiter. Und hat ihre Gummistiefel zum ersten Mal draußen an. So, ich nehme euch auf jeden Fall heute wieder ein bisschen mit. Ich weiß, ich sehe kaputt aus, K.O. und sonst was. Aber das ist halt das Mama-Leben, ne?
ihr Lieben, ich bin fertig mit dem Putzen. Audrey und Lina sind auch schon lange zu Hause. Audrey ist jetzt auch schon zur Arbeit gefahren. Ja, die Wohnung sieht jetzt tippitoppi aus. Also ich habe wirklich geputzt bis zum geht nicht mehr. Und es sieht so sauber aus. Also Audrey ist reingekommen, der meinte, hier riecht es total gut. Also ich sag's euch, diese Mittel, diese... Oh, hier riecht es so gut im Bad. So erfrischend und gleichzeitig so blumig. Also ich kann euch die Putzmittel von Destiny nur empfehlen. Das ist die Marke und das bekommt ihr wirklich nur bei Schock, glaube ich. Ich habe das da gekauft. Genau, also wenn du das zu Hause hast und es riecht danach gut, dann hast du auch Bock, sauber zu machen. So. Ich habe seit gestern Nacht voll Bock auf Yum Yum und das werde ich mir jetzt auch machen. Und ich wollte auch dann auch essen, aber der hatte dann keinen Hunger mehr, weil er gefrühstückt hat. Er hat nämlich Männermann gegessen. Ja, deswegen mache ich mir das jetzt. Gönn mir das. Und dann, Lina schläft übrigens. Und dann wecke ich auch Lina, weil sonst schläft sie heute Abend nicht.